Am 22. Juni jährt sich zum 80. Mal der Überfall von Hitler Deutschland auf die Sowjetunion. In der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt ist, dass es in der NS-Führung wissenschaftlich exakt ausgearbeitete Pläne für die Besatzung, Eindeutschung, wirtschaftliche Ausbeutung und die Vernichtung der einheimischen sowjetischen Bevölkerung gab. 30 Millionen Sowjetbürger sollten ermordet oder Richtung Sibirien deportiert werden. Für 12 Millionen deutsche Siedler wollte man im europäischen Teil der Sowjetunion 360.000 landwirtschaftliche Betriebe errichten. Ich möchte heute mit Matthias Burchardt aus Berlin sprechen. Er ist Vorsitzender des Vereins für Völkerverständigung mit Mittel-, Süd- und Osteuropa und beschäftigt sich seit 30 Jahren wissenschaftlich, aber vor allen Dingen auch als Aktivist in der Richtung, dass er versucht, über diesen Generalplan Ost, der sozusagen das Konzept bildete für die Kolonisierung des europäischen Teils der Sowjetunion, aber auch für Polen, Teile von Tschechien, dass er uns aufklärt, was es damit auf sich hat und warum eigentlich die Öffentlichkeit über diesen Plan wenig weiß. Vielleicht können Sie jetzt erklären, was es mit diesem Plan auf sich hat, Herr Burchardt. Wir können uns auch duzen, weil wir uns schon länger kennen. Ja, vielen Dank, gerne. Also ich bin eigentlich hatte ich damit, ich wusste ich nichts davon. Ich bin zum Studium der Agrarwissenschaft nach Berlin gekommen und zwar noch nach West-Berlin. Das war damals internationale Agrarentwicklung und das war konzipiert für die Entwicklungshilfe. Also ursprünglich hatte ich mich mal für Afrika interessiert und wollte da in die Entwicklungshilfe gehen. Und dann war das genau vor 30 Jahren, da lief die Ausstellung Krieg gegen die Sowjetunion, 50 Jahre Überfall. Und ja, da bin ich erstmalig auf das Thema gestoßen. Ich sah den Himmlers Planungschef, ein Agrarwissenschaftler, Professor Konrad Meyer, groß im Porträt und hörte das erste Mal vom Generalplan Ost. So, und das war eben in Dahlem. Also ich habe in Dahlem studiert und da ist er entstanden. Also ich habe an einem Gebäude Vorlesungen und Prüfungen gehabt, in dem der Generalplan Ost entstanden ist und damit war es eben die Geschichte meiner Fakultät. Aber wann haben Sie be begonnen, sozusagen da die Trommel zu rühren und wie sich jetzt in Berlin, Sie machen Aktionen, versuchen also kleine Denkmäler zu initiieren, Sie versuchen zu erreichen, dass in Universitäten zu diesem Thema Vorlesungen halten, dass Sie sich an Ihre Mitarbeit an diesem Generalplan Ost erinnern und das auch öffentlich machen. Was hat sich dazu veranlasst? Naja, erstmal war es Empörung, es war moralische Empörung. Dann habe ich mich abgearbeitet mit einer Studentenzeitung, ganz klassisch. Und da haben wir auch Unterschriften gesammelt, Bitte um Stellungnahme und auch eine Gedenktafel vorgeschlagen an dem Gebäude, an dem er entstanden ist. Und das war am 4. Juli 1992. Da ist dieser Antrag offiziell in ein Protokoll der Agrarfakultät aufgenommen worden. Also Das war das Gebäude der Universität. Berliner Universität, ja. Und das Gebäude ist 2008 verkauft worden und es ist bis heute keine Gedenktafel da dran. Bis heute nicht. Bis heute nicht. Was haben Sie aber für Erfolge erreicht? Also gibt es irgendwas, was Sie auch in 30 Jahren, wo Sie sagen können, das ist, haben Sie sich sozusagen, da haben Sie einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung geleistet? Ja, wir haben auf dem Kurfürstendamm, auf dem bekannten Kurfürstendamm, haben wir eine Stele in Höhe von 1,90 m aufgestellt. In vier Sprachen informiert sie über den Generalplan Ost. Hier kann ich ganz kurz ein Foto zeigen. So sieht die aus. Allerdings hatten wir dann bei der Durchführung, wurden wir aus dem Projekt rausgedrängt und dann ist es qualitativ ein bisschen traurig. Also dann hat man die dann ist es ein bisschen antirussisch geraten. Man hat dann gesagt, ja, da gab es böse Dinge und Planungen für Polen, aber die Germanisierungsplanungen für die Westukraine und für Leningrad sind da einfach fast abgeschnitten worden. Also Warum auf in der der Qualität leider unbefriedigend. Warum auf dem Besteht. Warum auf dem Kurfürstendamm? Was hat es damit auf sich? Dort war ansässig das Reichskommissariat für die Festigung deutschen Volkstums.
Und der Vorsitzende dieses Kommissariats war ja der Konrad Meyer, der auch den Generalplan Ost erarbeitet hat im Mai 1942 und ihn dann an seinen Vorgesetzten Himmler übergeben hat. Und das war sozusagen sehr interessant, also sich mit diesem Mann zu beschäftigen, weil der war sozusagen der Ideologe der Kolonisierung. Und der hat dann 1945, also nach der Befreiung, hat er sich irgendwie die amerikanische Zone durchgeschlagen, kam dann vor Gericht und wurde 48 schon wieder freigelassen und hat dann ja bis 1968 war er Professor an einer deutschen Uni, ne? Wo war er? In Hannover, ja. Mhm. Also er hat eine klassische Nachkriegskarriere gehabt und der, leider war es inhaltlich ein Fehlurteil im Nürnberger Prozess, im Volkstumsprozess wurde er nur verurteilt für die Mitgliedschaft in der SS als verbrecherische Organisation und die Planung selbst. Das Hauptdokument wurde nicht voll auf den Tisch gelegt, nicht zur Verhandlung zugelassen und er wurde dann leider, ja, also er wurde freigesprochen, ja. Mhm. Wie viel tausend, also ich habe einen Aufsatz von Götz Ali gelesen, der auch dazu publiziert hat, also der sagt, irgendwie mehrere tausend deutsche Wissenschaftler haben an diesem Generalplan Ost mitgearbeitet, ja. Wo also exakt in Zahlen, wie viel Eisenbahnlinien man baut, wie viele Höfe man baut, was da an Geld gebraucht wird, wie viel Deutsche man umsiedeln will, um dieses Gebiet zu germanisieren und so weiter. Also was hat es damit auf sich? Ja, es gab die Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung. Da wurde also es wurde universitäre Forschung interdisziplinär gut zusammengeführt. Raumforschung, das war ja ein neues Fach, das ist Mitte der 30er Jahre entstanden. Da haben recht viele Universitäten mitgearbeitet und zugearbeitet und Agrarwissenschaften, das war auch gut koordiniert und zusammengeführt in dieser Sache. Eine kleine Korrektur, Professor Konrad Meyer, der leitete das SS-Planungsamt und aber nicht das SS-Hauptamt Reichskommissariat Festigung deutschen Volkstums auf dem Kurfürstendamm, das war ein eigenständiges SS-Hauptamt. Das ist, also organisatorisch war das schon etwas anderes. Wie viele Wissenschaftler in Berliner Universitäten und überhaupt deutschen Universitäten im Deutschen Reich haben an diesem Plan mitgearbeitet? Ungefähr. Gibt es da eine Schätzung? Ich habe in Erinnerung einmal die Zahl von 50 Universitäten, die da mit involviert waren. Mhm. Wobei ich würde vielleicht noch gern das Stichwort Studierende und studentischer Facheinsatz Ost nennen. Also das ist noch ein bisschen praktischer und anschaulicher. Es wurden eben von den Arbeitsämtern in den Universitätsstädten, das war dann Großdeutschland, auch die Universität Wien, da wurden 8000 Studierende einberufen und verpflichtet, knallhart, so 2 Monate oder 3 Monate in den Jahren 1940 bis 1943 in Polen die Germanisierung praktisch voranzubringen. Das war im ersten Teil die Assistenz bei der Beschlagnahme, Erfassung von polnischen landwirtschaftlichen Kleinbetrieben, 500.000 Kleinbetriebe mit 7 Millionen Hektar Land. Und in der zweiten Fassung, da waren dann schon die Männer mehr zur Wehrmacht, dann waren es irgendwie Deutschunterricht, der rassistische Deutschunterricht in Kindergärten und Schulen, hauptsächlich Frauen waren da. Aber 8000 waren das und auch dazu gibt es kein mehrsprachiges öffentliches Gedenkzeichen in Berlin, noch nicht. Also die Sache ist ja so, die Öffentlichkeit weiß, 6 Millionen Juden sind vernichtet worden von den Nazis. Aber die Zahl 30 Millionen bis 40 Millionen Bürger der Sowjetunion, die im Zuge dieser Kolonisierung ermordet oder vertrieben werden sollten, weiter Richtung Sibirien, die ist eigentlich gar nicht bekannt. Also wie kann das eigentlich kommen? Ich meine, wie ist das zu erklären? Und es ist eigentlich schockierend, finde ich. Ja, das stört mich auch.
dass dann, also der Judenmord, das ist dann irgendwie ein anerkanntes Forschungsthema und alle forschen und dann machen sie Exkursionen zum Judenmord, auch an der Humboldt-Universität, dann zur Aktion Reinhardt, das ist dann der Judenmord hinten in der Gegend von Lublin. Und das ist dann irgendwie populär, aber das eben auch der zweite Schritt wäre dann ja auch der Umgang mit der nichtjüdischen Bevölkerung, mit den Polen, mit den ethnischen nichtjüdischen Polen und oder eben bei der Stadt, also Nordwestrussland, auch Leningrad. Ganz konkret steht das ja im Generalplan Ost drin, die Verringerung der Bevölkerung Leningrads von 3,2 Millionen auf 200.000 Deutsche. Das ist merkwürdigerweise irgendwie unterschlagen und weggedrückt und das stört mich ziemlich, also das stört mich zunehmend, ja. Was heißt unterschlagen? Von wem unterschlagen? Wann wird es nicht erwähnt oder wird es einfach auch in Veröffentlichungen, wird darüber nicht gesprochen oder? Ja, es wird in der Autorenschaft wird es ganz elegant der SS zugeschoben und die Herausgeberschaft der Berliner Universität ja, unterschlagen, das kann man schon sagen. Das ging schon los vor 30 Jahren in der großen Ausstellung der Stiftung Topographie des Terrors, Krieg gegen die Sowjetunion, 50 Jahre Überfall. Da wurde eben aus dem Plan der Universität wurden drei Seiten, der vollständige Text zitiert, aber als Herausgeberschaft wurde nur ein SS-Hauptamt angegeben und auch ein falsches Datum. So, und wenn man damals zum Beispiel einfach eine Seite weiter gegangen wäre, die Seite 85 mit den Tabellen der 40 zu germanisierenden Städte oder die Seite 88, wo explizit drinsteht, Leningrad zu germanisieren, dann wäre die Ausstellung viel lebendiger geworden, dann hätte man da auch irgendwie eine Bewertung. Welche Ausstellung meinst du jetzt? Genau, welche Ausstellung? Krieg gegen die Sowjetunion. Wann wurde die gezeigt? Die wurde genau vor 30 Jahren gezeigt und das war eine große Ausstellung. Also die hatte in Deutschland mindestens 200.000 Besucher und in Russland, sie wurde mindestens an drei Städten gezeigt, etwa 300.000 Besucher. Der Katalog wurde fast 100.000 Mal gedruckt. Ich habe jetzt gerade das Titelblatt hier verlegt. Ja, also da hätte man wirklich mit Leichtigkeit auch aufklären können, mit etwas Betroffenheit also im positiven Sinne aufklären und auch ein Bedauern ausdrücken können, glaubhaft anhand der Dokumente. Und das ist irgendwie durch Schnitt der Dokumente einfach unterblieben. Also Sie haben jetzt in vielen Briefen und Eingaben haben Sie versucht, diese Auslassung irgendwie zu korrigieren. Wie reagiert man auf Sie? Also sieht man Sie als Störenfried oder als Nörgler oder erkennt man Ihre Arbeit an oder? Ja, das ist ganz interessant. Es gab so einen Zwischenerfolg 2002. Da hatten wir also Mahnwachen gemacht und alternative kleine Veranstaltungen studentisch. Und dann ist da ein Agrarhistoriker an der Humboldt-Universität in Ost-Berlin aufgestanden. Der hat also eine sehr gute Erklärung in der Agrarfakultät durchgesetzt. Aber die stand dann so etwa 4 Jahre im Raum und dann ist sie von einer Ausstellung der Deutschen Forschungsgemeinschaft Wissenschaft, Planung, Vertreibung eigentlich wieder überlagert und indirekt widerrufen worden. Und in der letzten Zeit ist es ganz also die Kernbewertung. 2002 war wichtig und erfreulich. Der Generalplan Ost wurde endlich zutreffend als schweres Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkannt. Und die Fakultät hat eine Erklärung von 1,5 Seiten rausgegeben und die gab eine Beschreibung, eine Bewertung und ein Bedauern. Ein sauberes Bedauern. So, das war in sich stimmig. So, und dieses Blatt Papier, wenn wir das in Polnisch übergeben haben, die Leute waren dankbar und sehr positiv gestimmt und waren tief dankbar dafür. Da haben uns also Bürgermeister und mehrere Universitätsrektoren geschrieben und ihre Dankbarkeit, ihre ausgesprochene Dankbarkeit gezeigt. Und das ist eigentlich so, die Kernbewertung ist 4,5 Jahre später verändert worden. Jetzt steht da drin, der Generalplan Ost wurde nie Realität. Was stimmt oder was nicht?
Naja, man kann ja zu einer anderen Bewertung kommen. Wissenschaft verändert sich, das ganze Leben ist Veränderung, aber dann wäre saubere Geisteswissenschaft, macht es erforderlich, dass man die Quellen nennt oder vor allen Dingen dann die neuen Funde, die in den 4,5 Jahren dazu geführt haben. Das DFG-Projekt, das war ja gut ausgestattet, das hatte 6 Millionen Euro zur Verfügung. Und diese kleine Ausstellung ist in durch 17 deutsche Städte gegangen. Sie ist auch in 5 polnischen Städten gezeigt worden. Eine Änderung der Bewertung ist nicht das Ding, sondern es fehlt die Begründung. Ich meine, soweit ich informiert bin, also der Plan wurde 42 übergeben, oder von dem Konrad Meyer. Und danach wurde in Polen, in einem Bezirk, wurde schon das praktiziert. Mit der 80.000 Polen wurden, glaube ich, ausgesiedelt und Deutsche wurden dahin gesiedelt. Also das war ganz konkret auf Grundlage dieses Planes. Richtig, genau. Das war der Siedlungsstützpunkt Samosch. Da in der Gegend ist ja da unser früherer Bundespräsident Horst Köhler geboren. Das war Lublin-Samosch in dieser Gegend. Da wurden 100.000 oder 150.000 vertrieben und ermordet und verjagt. Ja, und 300 Dörfer platt gemacht und ausgesiedelt und das ging da los, ja. Ich meine, vielleicht können Sie noch was sagen zu der, also der Generalplan Ost. Wie sah das, was war für die sowjetischen Bürger und die Ukrainer und die Russen vorgesehen und die Juden, also die ja auch davon betroffen waren? Haben Sie da irgendwas Anschauliches, was man den Menschen sozusagen erzählen kann? Also die Juden kommen kaum darin vor, besonders nicht im Kerndokument der Universität vom Mai, im 100-seitigen Dokument der Berliner Universität vom Mai 1942, weil ihre Evakuierung und Deportation wird schon vorausgesetzt. Also es geht um die nichtjüdische Bevölkerung und da gibt es dann ganz harte, wilde prozentuale Eindeutschungsfähigkeiten. Also man bestimmt, man diskutiert, das wechselt dann auch alle halbe Jahr, ob man nun 85% der Polen hält man für nicht brauchbar, die kann man also freinehmen für Zwangsarbeit. Das hieß dann kolonnenweise Einsatz von Fremdvölkischen, um den neuen deutschen Ostaufbau preisgünstiger zu gestalten, oder man kann sie abschieben in Hungerzonen. Und der Prozentsatz, den man als brauchbar, als integrationsfähig bei der polnischen Bevölkerung ansieht, das ging von 15 zu 5% oder noch weniger. Vielleicht in einem Fall nur, gerade in der Fassung der Universität war es eigentlich am radikalsten, da war es eigentlich nur 1%. Nur die absolute Zahl von 80.000 Goralen. Und das ist so etwas Unharmonisches, dass diese Seite 93, auf der das steht, die wird einfach nicht diskutiert. Das ist wirklich unharmonisch. Also sagt man einfach, ja, der Plan hat 64 Seiten. So, und dann, wenn wir argumentieren, aber auf der Seite 88 steht die Germanisierung Leningrads oder hier Seite 93, ja, dann ist das ja unseriös, dann kann man das ja gar nicht nachvollziehen. Was reden wir denn da, wenn es offiziell immer mehrfach schriftlich in offiziellen Reden wiedergegeben wird, die Dokumentenlänge beträgt nur 64 Seiten. Aber ich meine, es wurde doch 2009 wurde doch das erste Mal der Plan, der Generalplan Ost vom Mai 42, der verschollen war, von den Amerikanern ans Bundesarchiv übergeben. Und seitdem ist es sozusagen Dokument, worauf man sich beziehen kann, was man sozusagen veröffentlichen kann, was man kommentieren kann, was man als Buch oder kommentiertes Buch rausgeben könnte. Und verschiedenen Sprachen übersetzen könnte. Was ist da passiert? Wurde das gemacht oder nicht? Ja, das ist mal jetzt eine erfreuliche Überraschung. In der Tat, 2009 haben wir also alle 100 Seiten gescannt im Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde und dann im Dezember 2009 auf unsere Homepage gestellt.
Und unsere Darstellung, auch mit der letzten aktuellen Paginierung, ist also als seriöser angesehen worden in Amerika und zweimal auch in Russland. Und die ist unsere Kopien, unsere Scans sind übernommen. Mein Reproduktionsauftrag an das Bundesarchiv ist, habe ich also in Russland wiedergefunden. Und damit wird also unsere kleine Homepage, also unseres Vereins, wird also wirklich jetzt fachlich aufgewertet. Es gibt eben ein anderes Projekt an der Universität Erlangen und die haben eine Seitenzahl wegretuschiert, rausgenommen, sodass auch die absolute Seitenzahl von 100 nicht mehr nachvollziehbar ist. Die haben ein bisschen manipuliert und unsere gilt als besser und seriöser. Und nun kommen wir also durch die Aufwertung aus Russland. Können Sie kurz sagen, welche Universität, welches Archiv in Russland und in den USA Ihre Scans aus dem Bundesarchiv sozusagen gewürdigt hat? Ich weiß nicht, das scheint eher ein Privatmann zu sein, aber das waren nicht die National Archives, eben eine Webseite in Amerika im Jahr 2017 hat unsere 100 aufgenommen, mit dem Schönheitsfehler, dass die Autorenschaft nicht korrekt dargestellt wurde. Da wurde noch ein SS-Mann, Dr. Hans Ehlich, reingenommen. Das stimmt nicht. Und Professor Konrad Meyer. Also die Autorenschaft ist etwas unglücklich, aber die Seitenzahl ist wenigstens korrekt und sauber. Und in Russland gibt es 3 Übernahmen und eine steht komplett, erst die russische Übersetzung, dann die 100 Scans und auch der Reproduktionsauftrag. Und da werden wir auch, da wird auch sogar das korrekte Datum angegeben, Mai. Und da gibt es noch 2 weitere russische Übersetzungen, eine Teilübersetzung, eine Komplettübersetzung, die aber nicht im Netz steht. Aber ich kann mir fragen, was mit den Polen, was haben die veröffentlicht? Ja, die Polen, das ist etwas kurios. Die haben sogar behauptet, dass es angeblich nur Fragmente wären. Die gehen gar nicht davon aus, dass es eine komplette 100-seitige Fassung gibt. Also die sind da irgendwie im Moment gerade ziemlich schwach und desinteressiert, zufällig. Nun ist es ja so, dass tatsächlich es auch Vorstudien gab. Und ich meine, man hat ja auch schon vor 2009, hat man ja auch über den Generalplan Ost schon diskutiert und hat sich auf bestimmte vorherige Ausarbeitungen gestützt. Also die weitgehendste ist wohl diese von 2009. Aber was mich einfach wundert, ist, dass es praktisch, dass es dazu nicht sozusagen eine offizielle deutsche historische Stellungnahme zu gibt. Also der offizielle Historiker, die sozusagen auch die verschiedenen Dokumente, die zur Kolonisierung des sowjetischen Teils von Europa ausgearbeitet wurden, die sozusagen in einem Dokumentenband zusammenfassen und kommentieren, warum das nicht passiert ist. Das ist mir nicht klar. Das verstehe ich nicht. Naja, 1994, der Dokumentenband von Czesław Madajczyk, der war schon ziemlich gut, er hatte etwa 130 Dokumente umfasst, aber das polnische Sprache? In polnischer Sprache? Nein, Deutsch. Deutsch, ah ja. Aber da fehlt dann ja dann irgendwie die Anbindung und Einbindung, wie man nun damit umgeht und was man diskutiert. So, und jetzt hat also nun die deutsche Forschungsgemeinschaft hier übernommen mit dieser Darstellung. Und da dieses Projekt 6 Millionen Euro dafür aufgewendet wurden, wollen sie also meinen sie, das damit erledigt zu haben und wollen die nächsten 20 Jahre erstmal nichts Neues machen und werden das ist sozusagen das Nonplusultra, was jetzt fast nur noch reproduziert wird und zitiert wird. Und wir haben allerdings den Eindruck, dass es so viele Fehler sind, dass wir das überprüfen und aus dem Verkehr ziehen lassen können, weil es eben eine stark fehlerbehaftete Publikation ist. Jetzt mal nochmal zum Thema, warum das eigentlich in der deutschen Öffentlichkeit nicht bekannt ist. Kann es sein, und auch, ich meine, ich wohne in Russland wird da auch kaum darüber diskutiert und ich habe jetzt erst entdeckt einen Film, der ist im Januar erschienen
von einem Moskauer Institut, also ein Studio zum Generalplan Ost. Sehr, sehr drastisch, sehr ausführlich. Also hat das da was mit zu tun mit der politischen Gesamtlage in Europa, dass praktisch von 91 bis was weiß ich, 2014 irgendwie eine gewisse Entspannung war und das passte niemand so recht ins Konzept, dass man da so ein schweres Thema aufbringt, was auch für die einfachen Menschen sehr stark emotional belastet ist, also für die Russen sehr, sehr kränkend. Und die Russen waren ja nun bereit, mit den Deutschen ins Gespräch zu kommen, sich Deutschland zu öffnen. Und wenn man jetzt also sozusagen diesen Generalplan Ost sehr stark in die russischen Medien gebracht hätte, dann hätte das wäre das auf Unverständnis gestoßen. Und im Gegenteil war es ja so, man wollte ja, war ja bereit. Ich habe auch viele Russen getroffen, die gesagt haben, also ja, also die deutschen Soldaten waren nicht so schlimm, die haben kleinen Kindern auch Süßigkeiten geschenkt und so weiter. Und auf deutscher Seite ist es vielleicht auch so, dass es einfach nicht in die Politik, in die Außenpolitik reinpasste und deswegen wurde es irgendwie klein gehalten. Kann man das so bewerten oder ist es? Naja, das kann man nur spekulieren, woran das lag. Ich meine, Wissenschaft ist eine gesellschaftliche Elite. Also die Wehrmacht, die hat ja dann da durch die Wehrmachtsausstellung Mitte der 90er Jahre, da wurde ja manches entzaubert und der Mythos dann da zerlegt. Aber Wissenschaft als Elite konnte sich irgendwie da durchlavrieren und dann scheint es auch, dann sind es vielleicht auch Lobbygruppen, die da mit daran wirken. Also zum Beispiel, ja, die Rüstungsindustrie, wenn es die Spannung, wenn alte Traumata nicht abgebaut werden, wenn die Spannungen so weiterlaufen, ja, dann kann man besser aufrüsten. Vielleicht liegt es in der Interesse der Rüstungsindustrie oder die Stammzellenforschung, das hat mir eine Historikerin gesagt, das wäre gerade unpassend. Unser Thema wäre gerade schlecht und ein bisschen störend. Ich soll das nicht persönlich nehmen, weil es gäbe eine Kampagne, die Stammzellenforschung voranzubringen, zu legalisieren. Und da braucht man ein positives Image von Wissenschaft und kann man, dann passt das schlecht, wenn man über diese schweren Dinge spricht. Mhm. Aber eigentlich sind mir die Gründe dafür egal. Es geht eigentlich, also Stichwort Sozialkompetenz, man muss doch über die Irrtümer und Fehler des Lebens sprechen können, ohne Moralisierung. Das ist einfach wichtig für Effektivität in allen Bereichen. Ich meine, das Thema scheint mir außerordentlich wichtig, weil ich meine, der Zweite Weltkrieg, der Angriff auf die Sowjetunion ist ja eigentlich so wahnwitzig, dass man als normaler Mensch es kaum begreifen kann. Auch die Ermordung von 6 Millionen Juden ist ja so wahnwitzig. Aber wenn man jetzt diesen Generalplan auszieht, dann hat man das Gefühl, da gab es auch mal sagen ganz klare wirtschaftliche Interessen, dass man eben sagte, wir brauchen Rohstoffe, wir brauchen Schwarzerde in der Ukraine. Und und dafür brauchen wir eben Deutsche, die das da organisieren. Wir brauchen also deutsche Städte, wo praktisch die Rohstoff Ausbeutung organisiert wird von Deutschen. Es wurde sogar gesagt, dass man da eben andere, sag ich mal, arische oder den Ariern nahe Völker wie Norweger, Amerikaner und Holländer auch versucht mit anzuwerben für die Kolonisierung des europäischen Teils der Sowjetunion. Also dieser wirtschaftliche Aspekt, der ist ja eigentlich so sehr stark verdrängt worden, weil und er passt auch nicht eigentlich zu einem, soll ich mal sagen, Austausch zwischen Russland und Deutschland, der ja auch, also die Leute, die sozusagen für einen Frieden zwischen Russland und Deutschland sind, die möchten ja auch gerade über die Wirtschaftsschiene das machen. Und da passt dieser Generalplan Ost, ist also wie so ein brauner Klacks, passt da absolut nicht zu. Ne? Aber es ist natürlich, es gehört einfach zu einer ehrlichen Aufarbeitung der Vergangenheit, gehört es einfach dazu. Und wenn man das ausklammert, dann kriegt man keinen Begriff, warum Millionen deutsche Soldaten da sterben mussten und 26 Millionen Russen
auf den Schlachtfeldern eben ja für diese wirtschaftlichen Interessen. Und ich meine, sehe ich das richtig oder was machen Sie dazu? Ja, natürlich, die wirtschaftliche Interessen ist ein Aspekt, aber ich finde auch wichtig die mentale Aufarbeitung, dass wir irgendwie uns davon befreien. Also dieser Pessimismus, dieser radikale Pessimismus und Nihilismus, der auch gar nicht Fortschritt und Veränderung und Wachstum denken kann. Das ist irgendwie tragisch. Die Unfähigkeit, etwas zu teilen oder zu erwarten, dass es biologisch-technischen Fortschritt gibt. Also es ist wichtig, das zu reflektieren, um da einfach zu gesunden. Das ist ja irgendwie, die Nazis haben irgendwie so eng, so urpessimistisch, es reicht nicht für uns. Deutschland kann sich nicht ernähren, aber dass es biologisch-technischen Fortschritt gibt, ja, das passt ja nicht rein. Das konnten sie nicht denken. Also es ist wichtig, sich aus dieser Mentalität, von dieser Mentalität zu befreien, um gesund und flexibel und selbstbewusst zu leben. Also für uns selber im eigenen Interesse ist es wichtig, diese Mentalitäten zu reflektieren, damit man sie ablegen kann, was da an Resten und Unbewusst dann noch mitschwirrt. Aber Und was schwört er noch mit, Ihrer dann. Meinung nach? Also Sie machen jetzt also NS-Ideologie ist bis heute noch virulent in Deutschland? Naja, das kann ich jetzt nicht so quantifizieren, aber ja, irgendwie ist ja die Geistesgeschichte, wie sowas kommen konnte. Und ich meine, ich würde gerne drei Dokumente, ich würde, unser Verein hofft und strebt immer noch an, alle 40 Städte, die damals zur Germanisierung bestimmt wurden, aufzusuchen und einmal den Originalplan, die 100 Seiten zu übergeben im Originaltext und dann in der Landessprache, also auch in Warschau und die Stadtverwaltung in Petersburg und Cherson, Ukraine. Aber dann eben auch noch zwei weitere Kerndokumente. Einmal die Professoren-Denkschrift von 1915, also 1100 Professoren fordern Land im Osten, Land in Russland. Also das ist, ja, das ist diese imperiale Gedanke und das einfach zu zerschlagen, das brauchen wir einfach. Und dann das dritte Dokument, das sind nur 4 Seiten, aber das ist der nihilistische Urpessimismus, eine Expertise von Dezember 1940. Da sagt Professor Konrad Meyer, rein rechnerisch betrachtet, Zentralpolen zu germanisieren reicht für uns nicht. Zur Gesundung der deutschen Agrarstruktur. Wir haben zu wenig, es reicht nicht, es reicht nicht. Und diese bescheuerte Mentalität, also das nervt mich, aber dann muss man es einfach offenlegen, übergeben, übersetzen. Ja, und eben das Positive, was mich eben freut, was wir unbedingt wiederbeleben wollen. Es gab eben 2002 eine super Erklärung und Entschuldigung, was ich ja vorhin schon sagte, auf 1,5 Seiten. Diese braucht eben ein Von frisches. der Humboldt-Universität, von der Genau, von der Agrarfakultät Agrarfakultät. der Richtig. Humboldt-Universität. Und die ist dann schon wenige Monate danach torpediert worden, wenn wir dann nach Polen fuhren und die übergeben wollten. Dann schickte die Humboldt-Uni Briefe hinterher, bitte nicht beachten, was die sagen, bitte nicht annehmen, bitte nicht mit Matthias Borchardt sprechen und ganz komische Sachen. So, dieses Stück Papier mit dem Dokument einfach übergeben und ehrlich auf den Tisch legen. Und das in das Stadtarchive übergeben. Und ob man da nur noch eine Stele aufstellt oder was, das sollen die selber entscheiden. Aber wieder auf Augenhöhe das Dokument und die Bewertung den Städten sauber von Mensch zu Mensch übergeben, die germanisiert werden sollten. Das wünschen wir uns als Verein. Sie waren in Russland auch und haben mit russischen Menschen darüber gesprochen, Wissenschaftlern oder wie ist Ihr persönlicher Eindruck? Wie reagieren die Russen auf dieses Thema? Also, wir sind gründlichst durch Polen gefahren. Das ist ein bisschen näher und leichter zu erreichen. Und dann habe ich da ein kleines Sozialprojekt in Kaliningrad. Deswegen war ich zufällig öfter in Kaliningrad. Und Russland ist dann rein geografisch, haben wir nicht so geschafft, weil es aufwendiger ist. Aber jetzt haben wir vor 2 Monaten, hat ein Museumsdirektor aus St. Petersburg gesagt, dass er das Dokument nicht kennt und die Erklärung der Agrarfakultät, dass er klares Interesse hat, dass ihm das nie von der Humboldt-Universität übermittelt wurde. Oder das Blockademuseum in Petersburg, da gehört das natürlich rein. Haben Sie mit denen Kontakt?
aufgenommen? Ja, wir sind jetzt dabei, genau, das läuft und auch die Stadtverwaltung von Pskow denkt darüber nach und fragt das Auswärtige Amt nach in Moskau, ob sie sich dazu äußern dürfen. Und also das kommt jetzt in Gang. So, und die Städte, die auf der Liste stehen, das ist unanständig, eine Stadt in 25 Jahren also platt machen zu wollen und zu germanisieren. Also müssen wir das da auf den Tisch legen und diesen gegenübertreten, dass da. Und was die dann daraus machen, das weiß ich nicht, aber es muss sauber auf den Tisch. Der komplette Plan in sauber, zeitgemäß, zugänglich und das Bedauern. Also das streben wir an und da sind wir auch guter Hoffnung, jetzt durch die russische Unterstützung und im Internet, also ist es jetzt in Russland aufgegriffen, das ist natürlich großartig und sehr hilfreich für uns. Gab es im deutschen Fernsehen einen Film über den Generalplan Ost? Nein, ist mir nicht bekannt. Gibt es in deutschen Schulbüchern Ausführungen zum Generalplan Ost? Es gibt jetzt gerade ein neues deutsch-polnisches Schulbuch und da bin ich leider entsetzt. Da haben sie auch wieder diesen Hammersatz drin, der General, also so 4, 5 Sätze, so der Absatz, er wird ganz kurz vorgestellt, das kann ja nur kurz sein, aber dann in der Bewertung wieder, der Generalplan Ost wurde nie Realität. Also der verbrecherische Charakter wird aufgehoben, das ist wieder nicht, ist irrelevant, naja, wurde ja nicht Realität. Und ich das meine, ist eigentlich, Entschuldigung, das ist einfach eine Ungleichbehandlung gegenüber Westeuropa, wenn es also, wenn Islamisten gegen amerikanische Soldaten Terrorangriff planen und vorbereiten, nur vorbereiten, nie ausführen, ja, dann sind sie da im Sauerland-Gruppenprozess zu 10 bis 12 Jahren Haft verurteilt worden, weil nach Völkerstrafrecht und Paragraf 220a Strafgesetzbuch Planung von Terror strafbar ist. Und wenn es aber nur Polen oder Russen betrifft, ja, dann macht man sich irgendwie nicht die Mühe, dann ist das irgendwie irrelevant und alles nicht so wichtig. Und das ist eine grundlegende Ungleichbehandlung. Ja, ich meine, die Frage ist ja für mich, Hitler oder auch die Ultrakonservativen vor Hitler hatten ja die Einstellung, dass der slawische Mensch eigentlich nicht so wertvoll ist wie der arische Mensch und der Deutsche. Und diese, ich meine, natürlich würde kein Deutscher sagen heute, wir sind mehr wert als die Russen. Aber ich meine, dann fragt man sich doch, warum man sich so dagegen sperrt, also über dieses schwierige Thema der Vernichtung von 30 Millionen Sowjetbürgern geplant, darüber zu sprechen. Also eine Sache, die sozusagen an deutschen Universitäten ausgearbeitet wurde. Und ich meine, das passt leider auch zu der Tatsache, dass 3 Millionen sowjetische Kriegsgefangene in Lagern, im Deutschen Reich, unter anderem, sogar in der Lüneburger Heide und anderen Orten, zu Zehntausenden, eben, also 3 Millionen insgesamt, sind verhungert, weil sie praktisch wie Tiere, also noch nicht mal wie Tiere, also für Tiere hätte man Ställe gebaut, aber die haben da sozusagen auf freiem Feld im Oktober, also im Winter 41, 42 sind die da gestorben. Und ich meine, das passt für mich persönlich, weil ich selbst bei Fallingbostel so einen Friedhof besucht habe, passt das leider auch zu diesem Generalplan Ost. Ne? Also rein von der menschlichen Seite her gesehen. Ja, also wir haben jetzt eigentlich das Wichtigste besprochen. Wenn Sie noch was Abschließendes sagen wollen, dann haben Sie jetzt das Wort. Ja, also ich möchte nicht unnötige moralische Empörung vermitteln, aber die Forderung ist eben, dass man über seine eigene Hausgeschichte, seinen Berufsstand und eben auch Universitätsgeschichte Auskunft geben soll und muss. Das gehört sich einfach. Und wir möchten nicht das zu unnötig machen, aber konkret und sauber aufklären und dann, ja, aber dann vor allen Dingen auch, also innerhalb Deutschlands an den Unis, da wünschen wir uns mehrsprachige Gedenkzeichen noch in Berlin, aber eben auch alle 40 Städte besuchen und das dort ihnen sauber von Mensch zu Mensch zu übergeben. Die Dokumente, ausgewählte Dokumente und die Bewertung und das Bedauern. Und da bin ich zuversichtlich, dass das jetzt Fortschritte macht und vielleicht auch in den nächsten 12 Monaten uns da einiges gelingt. Gerade die letzten
Internetberichte und das Interesse in Russland ist dabei sehr hilfreich gewesen. Ah, also alle 40 Städte, die germanisiert werden sollten, in Genau. Polen, in der Ukraine, Weißrussland. Na, Weißrussland ist da zufällig nicht dabei, da kommen noch die drei baltischen Staaten. Ja, also diese sechs Länder sind es. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg und vielen Dank, dass Sie das erklärt haben, dieses schwierige Thema. Es ist natürlich auch vielleicht nicht alles ganz klar geworden, aber man kann ja bei Ihrem Verein, gibt es ja eine Website und da kann man nachschlagen, da gibt es ja auch ausführliche Dokumente. Vielleicht können Sie noch mal die Adresse sagen. Ja, das findet man im Internet, in die Suchmaschine eingeben und das findet man dann schon. Alles klar. Okay, dann vielen Dank. Und viel Erfolg. Danke, Ja, gleichfalls. tschüss.